Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir sind zurück nach Cierzo. Warum? Die Viecher im MK-Wald, NMRK-Wald, sind noch krasser teilweise als die hier in der Halbinsel. So. Das heißt nicht, dass wir den Schwanz einziehen, sondern eher, dass wir uns neu formieren und dann doppelt so stark zurückschlagen. So nämlich. So. Oh, warte mal, das ist falsch. Das ist auch falsch. Warum habe ich noch nicht vorbereitet? Ganz einfach, ich dachte, ich habe immer weggeskippt, wie ich hier am Vorbereiten war. Das kann man eigentlich auch mal angucken, wie ich hier eigentlich auch die... Also, was ich so tue. Hat ja gesagt, wir behalten zum Beispiel den Brigantenmantel und diverse andere Dinge. Und ja. Wir können jetzt einfach mal eben fix alles, was hier so drin ist, mitnehmen. Nach unten gehen und... Oh, das ist aber ganz schön schwer. Egal, das kriegen wir irgendwie hin. Nach unten gehen und Alchemie betreiben. Salz brauche ich nicht, das kriege ich unten genug. So. Was ist denn dann für heute angesetzt? Für heute ist angesetzt, dass wir erstmal doch jetzt onscreen alle möglichen Sachen hier verbauen. Und wenn wir damit fertig sind, dann schauen wir, dass wir rausgehen. Warte mal, das ganze Eisen hier. Doch, das kann man gebrauchen. Wenn wir dann rausgehen, dass wir dann... was machen wir dann? Wir haben noch ganz viele Sachen offen. Konfluktgebirge, Festung und, und. Habe ich mich noch nicht entschieden, wo wir dann zuerst hingehen. So, wie sieht's hier aus? Ah, oh, ganz okay. So, jetzt können wir nämlich das hier mal hier hochschieben. Und 140. Ach, guck mal, das kann noch in den Dingens. Wunderbar. So sieht das doch ganz okay aus. So. Dann können wir mal eben runter. Ich trage eine Machete. Warum trage ich eine Machete? Macht ja gar keinen Sinn. Die kann gleich weg. Dann können wir mal runter und ein bisschen verkochen. Warum nehme ich jetzt das Kochen auf, obwohl ich gesagt habe, ich mache immer wieder die Sachen offscreen? A, Zeitmangel und B, LOL, das ist weg. Was zum Teufel? Und das Fleisch ist verfault, ist es jetzt weg? Ja, es ist weg. Ach du Scheiße. Ich habe keine Alchemie-Ausrüstung mehr. Das, was ich verkaufen kann? Ja, ich muss eine Alchemie-Ausrüstung kaufen. Dass die das hier klauen. Die eigenen Mitbürger, die eigenen Stammesbrüder und Schwestern beklauen uns. Okay, das habe ich auch gemacht, aber... Ist denn hier nichts mehr heilig? So, das brauche ich einmal. Was habe ich hier? Was kann ich dir verkaufen? Das kann ich dir verkaufen. Das. Luxly Shit. Okay, perfekt. Jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen. Gute Güte, ey. Ich wette, der war das. Der sieht so aus. Oder sie. Oder du. Keinen kann man ihr trauen. Unglaublich. Da klauen die einem einfach... Das Kissen unterm Hintern weg. Jetzt haben wir nur ein geringes, größeres Problem. Ich habe keinen Topf. Ich muss noch einen Topf holen. Den holen wir gleich. Wir machen erstmal Alchemie. So, Alchemie. Dann schauen wir mal, was können wir denn hier so Gutes machen? Also, was wir immer brauchen, sind Feuersteine. Alle Feuersteine, die gehen, werden gemacht. Wobei, ich mache gar nicht mehr so viel mit den Feuersteinen. Machen wir nochmal auf 20. Gut. Ach, guck mal, das Öl ist jetzt sowieso weg. Passt. Ein Eisfirnis, das weiß ich nicht. Ein Fluchreiniger, das weiß ich nicht. Ein Geisterfirnis, weiß ich auch nicht. Gucken wir erstmal hier die Kältesteine. Die geben nämlich Geld. Wir können gerade sehr gut Geld gebrauchen, also machen wir jetzt hier eine Menge Kältesteine. Nochmal Lebenstrank.
Kann man auch immer gebrauchen. Und Astraltrank auch. Ich habe keine Sachen mehr für einen Astraltrank. Dann jetzt weiter kaltisch. Mist. Was machen wir denn jetzt noch? Ich will alles, was geht, verbrauchen. Ich denke... Für die zwei Sachen, für die Knochen und für den... Für diesen Tentakel habe ich kein Rezept. Das heißt, wir machen diese... Ich kann ja nur ein Giftviertes machen. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, ich kann viel mehr machen. Dunsttrank. Die Geisteraugen will ich nicht für Dunsttränke benutzen, denn ich kann ja mit den Geisteraugen und den Astraltränken große Astraltränke machen. Und die sind mir mehr wert. Was habe ich denn hier sonst noch, was ich machen kann? Kältetränke. Ja, komm. Kann ich aber eine Menge machen. So, Stabilitätstrank? Ja, warum nicht? Und fertig. So, dann können wir uns jetzt einen Kochtopf neuen kaufen und den hier hinstellen. Und dann bauen wir die halt immer ab, wenn wir die nicht brauchen. Hätte ich ja im Leben nicht mitgerechnet, dass die hier auf einmal die Sachen wegklauen. Suchst du nach was bestimmt? Ja, ich brauche einen Topf. Und jetzt kannst du mal kaufen hier. Na, nicht den. Diese ganzen Sachen hier. Das. Was ist denn? Ach, guck mal. Ganz viele Kältesteine. Ich glaube, das war schon alles, ne? Ja. Ja. Handel bestätigen. Kann ich jetzt den einen Goldbarren hier kaufen? Dann ist das nicht so schwer. Wunderbar. Schon sind wir schneller unterwegs. Dann sind wir auch schon halb fertig. Mit dem, was wir hier in Sierra so machen müssen. Weil so viel müssen wir ja gar nicht machen. Wir müssen später nur noch einmal rasten. Und dann können wir schon weiter. Feuer. Aber wo ist der? Da ist der Topf. So, erstmal das Wasser abkochen. Okay, passt. Und jetzt Gabärenmarmelade, würde ich sagen, mache ich als erstmal die pikante Paste. Das ist nämlich sehr gut für die Reise. Dann machen wir Jerky. Warum nicht gleich Reiseproviant? Mist, jetzt habe ich Jerky statt Alpha Jerky hergestellt. Man kann aus Jerky mit Salz auch Reiseproviant machen und kriegt dann mehr Reiseproviant daraus. Als wenn man direkt aus Fleisch und Salz. Ich glaube, man kann es. Man sollte. Doch, ich habe es doof erklärt. Wenn ich zwei Salz und zwei Fleisch nehme und erstelle daraus Jerky, bekomme ich 5 Jerky. So, und mit 2 Jerky und 2 Salz habe ich unendlich, kann ich 3 Reiseproviant herstellen. Das heißt, ich kann aus 2 Fleisch 6 Reiseproviant herstellen, anstelle nur 3. Ne? Maths! Wunderbar. So, was haben wir hier noch? Cerso Ceviche. Her damit. Gewürztee, beruhigender Tee. Nein, wir machen Reiseproviant. Noch mehr. Meeresfrikassee auf keinen Fall. Wir nehmen Jerky, Salz. Ich habe kein Salz mehr. Dann holen wir mal was. Er hat schon wieder das Jerky genommen. Das Jerky, das Meeresfrikassee. Ich will kein Meeresfrikassee verbasteln. Ui. Ui, wie viel Jerky hatte ich? So, jetzt packen wir da dann noch einen Rauchwurz rein. Ach, das geht nicht. Geht denn ein Sternpilz? Geht auch nicht. Geht ein Pilz? Geht auch nicht. Und das geht auch nicht. Das geht. Oh. Schon wieder kein Salz mehr. Okay, wie viel Reiseproviant haben wir jetzt? Den kann man nämlich auch verkaufen. Alter Schwede.
Was auch gehen würde, man könnte jetzt noch aus den Gabernstullen mit Salz ebenfalls Reiseproviant machen. Und Reiseproviant ist genauso zweiwert wie Gabernstullen. Aber das ist mir jetzt zu aufwendig, jetzt noch so viel hin und her zu schustern. Garnele ist verfault. Alle rein da. Was haben wir noch? Sehr so wie Schweck. Die muss ich gleich braten, das brauche ich noch. Haben wir alles, ne? Sehr schön. Lustig. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Salz. Und haben dann gleich schon alles fertig. Ah, das dauert trotzdem über 10 Minuten hier. Mist. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht das alles in 5 fertig kriege. Aber ich musste mir auch noch einen neuen Kochtopf holen und neue Alchemie-Butze. So, nein. Wir brauchen... Wo ist es denn? Ach, da. Guten Morgen. Ich dachte, ich habe nur so 5 oder 6. Okay. Gift. Und fertig. Wunderbar. So, dann können wir das letzte noch verkaufen, was wir haben. Unsere kurze Rast oben im Leuchtturm machen. Die Gewürzkäfer, da mache ich Tee draus. Den kann ich mittlerweile gebrauchen hier draußen. Wo waren denn jetzt... Da, Gift. Ach, bin ich blind. So, Feuersteine können wir auch 2, 3 verkaufen. Der Rest, den behalte ich. Das ist nicht, das verschimmelt nicht. Das kann verschimmeln, wird aber gleich verarbeitet. Passt. So, genau, Tee wollte ich noch kochen. Denn der ist ja auch gegen Kälte effektiv. Und jetzt gerade, wo der Wintermonat in Cerso so ist, in der Halbinsel, können wir da doch ein paar von den Tees mal mitnehmen. Gut, alles verarbeitet, wie ich es verarbeiten wollte. Und dann haben wir jetzt noch, wenn ich gerastet habe, 25 Minuten Exploring Time. Wunderbar. So. Hier wird nicht drauf geachtet, es wird alles reingeschmissen. So. Ach, die Machete, ne? Mist. Sekunde. Die Hüte muss ich mitnehmen. Die Spitzhacke muss repariert werden. Und die Harpune kann auch repariert werden. So. Der Helm wird nicht so viel gebraucht wie der Helm. Dann gehen wir mal nach oben. Es gibt nämlich einen Trick 17. Ich gucke mal, ob der noch funktioniert. Achtet mal unten auf die Gesundheit und die Ausdauer. Ich bin jetzt 2 Stunden am Reparieren, nicht am Schlafen. Come on! Okay, der Buff ist nur gekommen, dass ich hier war. Zwei Stunden schlafen. Ich glaube aber nicht, dass wir bei Nacht raus wollen, wenn es so kalt ist. Nee, das ist, glaube ich, nicht gut. Oh, ich habe unten die Sachen stehen gelassen schon wieder. Hoffentlich klaut die keiner. Gehen wir mal schnell nachschauen. Ah, sie stehen noch. Schnell einsammeln. Kann ich noch eben die Machete wegbringen. Her damit. Und dich auch. Suchst du nach was Bestimmten? Ist der irgendwas? Nee, ne? Ah, warte, mir ist das eingefallen.
Nein, ich habe nicht genug Geld. Dann nimm doch 2 raus. Dann geht das. Das ist okay. So, ich hatte ja erwähnt, ich hatte eine Aufgabe vergessen. Und zwar, kommt ihr zufällig bald nach Berg? Kassenbuch für Pelz Gemischtwarenladen. Ja. Ausgezeichnet. So. Das ist nämlich noch eine Aufgabe, die ich nicht angenommen hatte, hier aus Serso. Ich weiß nicht, ich habe Outward ein bisschen gespielt, aber nicht so viel. Ich würde sagen, das sind die Quests, die man machen kann. Ladenbesitzer, also nach Berg bringen. Man kann das Serso Ceviche für den Koch kochen. Man kann... Sekunde. Man kann das Serso Ceviche für den Koch kochen. Man kann das Pulver für die Alchemisten-Dame machen. Das, ne? Brief. Serso Ceviche. Kristallpulver, Pilz. Pilz. Das war's, glaube ich. So. Reparieren wir jetzt noch 2 Mal und schlafen einmal. Aber ich glaube, das ist dann noch zu früh. Mal kurz schauen. So. Ja, das ist noch zu früh. Wenn wir noch länger schlafen. Beziehungsweise wir reparieren einfach die Harpunen ein bisschen. Ich habe zwar noch ganz viele, aber... Wen juckt's? Jeder Baum stellt eine unbegrenzte Menge an Holz zur Verfügung. Das ist nicht richtig. Im Spiel ja, aber nicht im echten Leben. Das ist voll unrealistisch. Ne, das reicht. Das reicht hier. Hell genug. Gut, was brauchen wir? Das brauchen wir nicht, das nicht. Die können wir gebrauchen. Denn ich glaube, ich habe noch ganz viele Verbände, dann brauchen wir die nicht. So, Verbände. Nehmen wir 5 mit. Von den Tees nehmen wir 5. Nehmen wir 7 mit. Wir brauchen pikante Paste. 4. Warte, aber die können wir besser hier hin. Den Helm brauche ich gerade nicht mehr. Weil der, den wir so mit haben, der ist besser. Der schwarze. Der ist besser. Anderthalb Wasserschläuche. So, Astraltränke. Große haben wir auch. Ich nehme einen großen mit. Und 3 kleine. Aber die kleinen kommen hier in die Tasche. So, dann brauchen wir noch Gesundheitstränke. Die benutze ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Jetzt haben wir Essen, Trinken, Tee, pikante Paste, Mana-Tränke, Verbände, Meeresfrikassee und unser Zelt fehlt noch. Und das Geld. Oh, Zelt, Zelt, Zelt. Stromspulen, die lasse ich jetzt einfach mal hier. Da ist unser Zelt. Spitzhacke Harpune ist dabei. Der Rest sieht gut aus, ne? Ja, ich würde sagen, das haut so hin. Okay, ich könnte noch die Laterne mitnehmen. So, falls ich mal Mana-Probleme habe, dann kann ich die benutzen. Gut. Dann haben wir alles. Wunderbar, die Sonne geht auf. Dann machen wir noch unten kurz einen Stopp und kaufen ein paar Goldbarren ein. Dann ist das Geld nämlich nicht so schwer. Ich kann das jetzt mal zum Glück im direkten Vergleich zeigen. 6,5 Kilo, 600. 300 Gold, also Geld. 0,3. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn man viel Geld von A nach B transportiert. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt in die nächste Ebene dann irgendwann mal gehen. Hallöchen. In die Sümpfe, zum Beispiel, um uns die mal anzugucken oder die Stadt dort anzugucken. Dann wird es Sinn machen, dass wir halt auch entsprechende Menge an Geld mitnehmen, um Zauber zu lernen oder andere Fähigkeiten. Ne? So, hast du irgendwas Besonderes? Ein Luxuszelt haben wir schon. Danke, wir brauchen nichts. Auf in die Halbinsel! Ich habe meine warme Klamotte nicht mit, ne? Dann müssen wir gleich mal schauen, ob das mit einem Trank genügt.
Ich hoffe, das reicht, bis wir bei dem Unfluchsgebirge sind. Es könnte reichen. Der Händlerhelm gibt noch mal ein bisschen Wärme, also Schutz vor Kälte. Guck mal, das baut hin. Oh, perfekt. Ja, das Meisterhändlergewand, das ist wirklich verdammt gut. Je früher man das hat, umso besser. Gut, jetzt machen wir uns erstmal schon mal ein Schwert. Physischen Schutz. Licht. Und dann können wir nämlich schon das erste Meeresfrikassee essen. Boah, ist das hell jetzt. Das sind wir gut zu hören. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Oh. Oh, warte. Der Sonnenaufgang. Das ist einfach perfekt. Das macht das ziemlich mystisch, finde ich. Wenn dann auch noch hier so diese Runeneffekte noch mit auf dem Charakter drauf sind. Das ist so schön. Ich bin gespannt. Habe ich jetzt eigentlich alle? Ich müsste mich irgendwann mal selber spoilern, ob ich... Wenn wir die Abrassa-Würste und die Heiligen Sümpfe besucht haben. Und ich dann... Nein, anders gesagt. Ich muss mich mal irgendwann hinsetzen, also nebenbei versuchen, andere Runenwörter noch zu entdecken. Also ich kann momentan die Blitzkugel schießen, das Licht holen, den physischen Buff, das Schwert, die Falle und ich glaube, das war's. Die Sachen. Ob es noch ein weiteres Runenwort gibt, was ich noch nicht kann. Also eine Aneinanderreihung von Runen. So, wo laufe ich jetzt hin? Ich laufe jetzt nicht den Gang, den wir schon mal gelaufen sind, zum Konfluxgebirge, sondern wir nehmen jetzt einen anderen Gang, den wir noch nicht gelaufen sind. Da muss ich ein bisschen außen rumlaufen. Aber mit dem Meisterhändlergewand geht das ruckzuck. Oh, da oben ist ein Mana-Stein. Ich hoffe, wir kommen dahin. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Tipptopp. Hackmanit. Hackmanit. Oh. Nicht drauf geachtet. Aber ist auch nicht so schlimm. Vorteil an der Halbinsel ist aktuell natürlich auch sehr, dass wir hier schon alle Gegner bekämpft haben. Und somit von niemandem mehr wirklich angegriffen werden können. So, wir haben den roten Weg nach unten gelaufen. Es gibt jetzt noch den blauen und den gelben Weg. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der blaue Weg ist, aber den gelben. Ich bin völlig falsch rumgelaufen. Einmal komplett um die falsche Achse. Wir sind so rumgelaufen, hätten aber so rumlaufen müssen, um den schnellsten Weg zum Eingang zu nehmen. Also den gelben Eingang, den ich gerade nehmen möchte. Ich bin so dumm. Einfach so dumm. Na, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Gemüse unterwegs eingesammelt. Mais, Turmips, Gabeeren. Krabbenaugen haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Gegner sowieso nicht. Man kann aber den Gegner spawnen, auch wenn man jetzt hier...
Ist der erfroren? Oder habe ich den mal erledigt? Ist auch noch einer? Habe ich gegen die gekämpft? Ich weiß das gar nicht mehr. Man kann den Gegner, also Gegner spawnen, wenn man möchte. Man geht einfach in ein Zelt. Ich könnte das eigentlich mal zeigen, oder? Hier ist auch ein toter Vogel. Nee, ich zeig das mal wann anders. Ich gehe jetzt hier in diesen Gang rein. In den heiligen Pfad. Schwere Rüstungen bieten besseren Schutz, das wissen wir schon. Verlangsamen jedoch Bewegungen und Aktionen verbrauchen mehr Ausdauer. Völlig logische Konsequenz. Aber das ist noch nicht alles. Man hat auch höhere Mana-Kosten. So. Brauchen wir mal eine Waffe. Oh, warte, das war Lampe. Die Pfeile will ich nicht. Die kauft kein Mensch. Einfach einen Ranzen nehmen wir mit. Den können wir verkaufen. So. Was brauchst du? Sieh an, ein Besucher. Sei lieber auf der Hut. Hier wimmelt es von Troglüten. Um zum Herzen des Gebirges vorzudringen, ist dies der vermutlich schnellste, aber auch gefährlichste Weg. Hergehört. Wenn du vorgehen möchtest, komme ich nach. Gib auf dich Acht, bei meiner Ehre als Champion. Ich gebe auf dich Acht, bei meiner Ehre als Champion. Nett, der hilft. Okay, das sind Troglüten. Er kommt jetzt mit. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel... Oh. Was? Er ist ziemlich tanky. Sowas bräuchte ich die ganze Zeit. Ein Dude, der vorne langläuft und alles kaputt schnetzelt. Während ich von hinten alles wegcaste. Ein Tank. So. Hier sind noch Troglüten. Schauen wir mal kurz. Wow. Okay, ich habe lange nicht mehr gegen Troglüten gekämpft. Die sind ja wirklich weak. Hier sind gerne mal Fallen, da müssen wir aufpassen. Da ist nichts, okay. Hier ging es noch so einen Gang runter. Ich glaube, wir brauchen den Zephiren nicht, oder wie der da heißt, den Champion. Ich denke, wir können die auch alle selber machen. Das ist ein Mana-Mantis. Komm. Ja, relativ simpel. Sieht so aus, als wäre der nur noch alleine. Ja, das Schwert macht echt eine Menge aus, ne? Das Schwert macht echt eine ganze Menge aus. Muss man ja sagen. Eine Halbplattenrüstung, die habe ich schon. Die kann man verkaufen. Aber das soll der gefährlichste Weg sein? Oder, nee, die Zauber machen's. Die Zauber machen's, die sind so heftig. Die machen's. Hm. Sonst ist nichts hier. Nur noch ein Mana-Stein. Okay.
Doch, Mana-Regeneration habe ich, aber ziemlich schlechte Mana-Regeneration. Waren hier nicht immer auch so Hebel? Ach da. Ich wusste doch, es gab hier so Hebel. Weil irgendwie muss das Teuer da vorne aufgehen. Aber warum hält die heilige Mission den Weg nicht einfach frei? Okay, wenn er hier alleine ist, dann ist das natürlich auch anstrengend immer wieder, ne? Wenn er da immer wieder die ganzen Biester klatschen muss. Und er ist ja dann auch alleine. So, komm mal mit. Danke dir. Hast du gut geblockt. Es reicht schon, dass er sich halt mit dem Körper dazwischen stellt. Okay. Das war jetzt wenig anfordernd. Feine Mantis. Okay. Okay. Irgendwas ist hier am Fiepsen. So, ich denke, jetzt ist das Türchen offen. Wo will der hin? Einen Seitengang müsste hier noch sein. Genau, der hier. Mist, kein Mana mehr. Wo ist denn Kollege Schmalspur? Hallo, hier vorne! Hilfe! Mach ihn! Alter, guck dir den Lebensbalken an. Krass. Ja, okay, wenn man voll auf Leben pumpt. Das geht ja. Dann hat man wahrscheinlich auch so 250 Leben oder mehr. Oh, ich habe Holz mitgenommen, Mist. Man, wir haben ja nur 100. Ja, und wir halten ja auch schon ein paar Schläge aus, bevor wir im Drecks liegen. So, ach guck mal, hier ist noch ein dritter. Gut. Dann können wir schon wieder den Gang runtergehen. War doch gar nicht so schwer. Da fand ich den... Ja, okay, da war ich alleine, ne? Also er macht schon eine Menge aus hier, Kollege. Er macht schon eine Menge aus. Wenn man jetzt alleine gegen die ganzen Biester kämpfen müsste, das wäre bestimmt schwer. Wenn man das erste Mal hier ist. Rucksack ist der Platz in deinem Inventar begrenzt. Weniger nützliche ablegen. Ja, das ist richtig. Das sollte man tun. Gut. Was haben wir denn hier? Ich will ungern jetzt schon wieder einen Mana-Trank nehmen. Deswegen erstmal kann ich hier die hier schon mal klein machen. Und kann man nicht auch einen Mana-Stein essen? Nee, kann man nicht. Gibt's nur für Rezepte. Gut, Licht ist 3-1. Nein. Oh nein. Ich trinke jetzt einen Mana-Trank. So, 3-1. 4-2 ist Schwert. Und das sollte auch erstmal schon mal reichen. So. Wir müssen gleich einmal einen Blick nach unten riskieren, ob der Dino wieder da ist. Ich sehe jetzt da erstmal so nichts. Ach, guck mal, der hat wieder Sachen im Inventar.
Der Dino ist 100 pro wieder da. Gucken wir mal. Ja, da seht ihr. So, dann können wir hier schon mal eine Falle hinlegen. Ja. Mit Magie ist der echt nichts mehr wert. Da ist der wirklich. Das ist schon wirklich sehr leicht. Aber wenn man die passenden Fallen legt, kriegt man es, glaube ich, auch mit Nahkampf gut hin. Muss nur Fallen legen. Fallen sind Main. Oh. Die Fackel will ich nicht. So. Sehen wir noch alles mit, was wir mitnehmen können? Können wir nächste Folge den blauen Gang suchen und den machen. Aber erstmal gehen wir noch und gucken mal, dass wir zu den Wächtern wieder gehen. Ach ja, hier kann man nicht durch. Hier müsste noch irgendwo Palladium sein. Da. Perfekt. So, Palladium auch eingepackt. Hier kann man aber zurück, ne? Ja, genau, zurückgehen. So, ja, wenn man die Höhlen kennt, weil man schon mal drin war, dann ist es natürlich um einiges leichter. So, jetzt sprechen wir mal eben mit ihm hier. Willkommen. Nach sich der Mana zu öffnen, möge die Macht der Mana. Okay, das hatten wir schon. Zum Erfolg führen. War der da oben nicht der, der uns noch was zeigen wollte, wenn wir... Ui, wenn wir Runen hatten? Ich guck mal kurz. Er hier. War das der erste? Ja. Willkommen, unterschätze niemals den einfachen Funkenspruch. Wenn du die komplexesten aller Zauber lernen möchtest, kannst du der Runenmagie nachgehen. Ja, die haben wir ja schon. Okay. Okay. Hat er also nicht mehr viel zu sagen gehabt. Gut. Dann schauen wir mal eben. Die Oberfläche zurückkehren. Ja, ja, das wollen wir aber gerade nicht. So. 191, das finde ich gut. Gelehrtenkleidung. Hatte ich ja überlegt, dass ich die nehme, aber... Oh, Ablenkzeit minus 1. Nein, nein, es gibt bessere Sachen als die gelehrten Sachen. Die will ich als erstes haben. So, du zahlst 100. Oh, das kann ich ja gar nicht. Einen weg. Dann zahle ich 10. Perfekt. So, Runenbuch habe ich schon. Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ja. 1100 haben wir in Goldbarren wieder in der Tasche. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gibt's hier noch irgendwas? Turm mit Eintopf lag hier, okay. Also das Rezept dafür. Kann man dann noch verkaufen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir ein Boot zu der Oberfläche und schauen dann nächste Folge. Dass wir den blauen Weg suchen. Was ist denn der blaue Weg nochmal? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gerade echt nicht. Sonst nehmen wir den roten. Den roten weiß ich, wo er ist. Nehmen wir sonst erstmal den roten. Blaue. Doch, ich glaube, ich weiß, wo der wieder ist. So, ist wieder kalt hier. Aber mit der passenden Mütze sollte das kein Problem sein. Wunderbar. Die Festung müssen wir auch noch einnehmen hier. Da sollen ja Banditen hausen, die Leute versklaven.
Das machen wir, wenn wir den roten Weg fertig haben. Und diesen fetten Golem erlegt haben. Jetzt sollten wir, denke ich, in der nächsten Folge ansetzen können. Gut, ich würde sagen, hier machen wir Feierabend. Und starten dann morgen, das muss ich nochmal gucken, morgen oder Sonntag dann wieder hier. Und gehen dann den blauen Weg und nochmal den Golem machen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Start ins Wochenende und bis zur nächsten Folge hoffentlich. Hauen Sie rein.